Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich bin der Kishon Chester. Ja, Kishon Chester. Bist du bereit für eine Partie, hä? So, clear, clear. So, erstmal Option. Option. Meine Stimme ist eingeschaltet. Diese Stufe ist eingeschaltet. Ha? Diese Stufe ist ausgeschaltet. Nein. Bitte lass mich... So, Level. So, Level A4. Clear. So, der Kishon Chester mit Schwarz. Ich fand's interessant. Die haben gestern drei Springerspiel gespielt, also E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Springer F6, Springer G5, D5, D5 schlägt B5. Und das Interessante war, dass der Kishon Chester gar nicht die stärkste Variante gespielt hat. Das brauchte der gar nicht, weil der Milano da sowieso keine, sag mal, die wahnsinnige Widerlegung hat. Er hat auf C6 genommen, den Springer. Und das reichte dann einfach. Also Läufer F1 und Dame D5 und Springer C3, so eine Varianten musste er gar nicht wissen. Das kann sein, dass das für das... Das Problem ist da so ein bisschen, was bringt mir das denn, wenn eine Variante besser oder so eingeschätzt wird als besser, weil jetzt hier der Großmeister quasi die Partien dann gewinnen. Die muss ich ja gewinnen. So, auf jeden Fall erstmal hier, los geht's. E4. C5, Gott sei Dank kann sie jetzt kein Karo kann. Die spielen mit. Oh, Alapin. Die spielen mit ein bisschen viel Karo kann. Das sind die Flachen hier, die sind. Das ist auch gemischt hier, gemischt Warenladen sehe ich gerade. Das ist nämlich einer, der ist das ganz flach drunter. Ich muss mal das Display drehen, dann sehe ich auch mal selber, was ich filme. Das hier bei manchen ist hier das ganz flach. Bei manchen. Ist so eine Ausstanzung, hier nenne ich das mal, damit man die besser bedienen kann. So, D7, D5. Ich mache einfach schon mal Dame D5 für den Gegner. D4. Die haben ja jetzt hier eine ganz andere Figurenart. Da geht es wirklich besser, indem man E6. Ich habe mich kurz im Moment gefragt, ob E5 auch möglich wäre. Statt E6, E7, E5. So, das wird aber erstmal sehr theorielastig sein. Also viel rumreden kann ich hier wohl nicht. B1, A3. Der braucht immer ein bisschen, bis er einen Theoriezug macht. Dame D8. So, nach dem Motto, da hat sie ihre Ruhe. Springer C2. Den habe ich mal mit Zugumstellung gespielt, um den Gegner ein bisschen zu ärgern. Da habe ich nämlich ihn gegen auf E4, C5 Springer A3 gezogen. Dann später habe ich dann doch C3 und Springer C2 gezogen. So. Bitte laden Sie Ihr Guthabenkonto auf. Okay. Aber jetzt nicht. Das ist immer ein bisschen problematisch für mich, das da zu finden, das Guthabenkonto. Ich dachte eigentlich immer, mit Guthabenkonto meinten die das von der Bank bei mir, das Konto. Ah, ich wollte es ja schon so oft kündigen. Ich muss ja auf der Arbeit ja leider auch irgendwie erreichbar sein.
Weil er da ist schon öfter geschrieben, so. Muss man nachgucken, ob das jetzt eine einmalige Sache ist hier oder. Dudel-diedel-dadel-dudel-diedel-dodel. Okay, geh mal weg da. Das will keiner wissen momentan. Das auch nicht. So, warten Sie. Ansonsten war das nicht so Oktober. Okay, ich muss jetzt aber auch mal Züge machen. Ja, das kann ich gleich machen. Läufer B5. Das kann man ja online machen, aber ich komme so schlecht auf dieser Seite zurecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine so sperrig aufgebaute Seite, dieses Lidl Connect da mit dieser... ich könnte mir einfach eine Lidl Connect Karte drüben holen und das damit aufladen. Fertig. Mache ich aber lieber nicht mehr, weil ich bin sowieso zu doof dazu. Boah, wie letztes Mal. Boah, wie ich mein Gehirn manchmal abschalte samstags, weil ich ja freien Tag habe. Hol mir eine Lidl Connect Karte mit 5 Euro. Und schmeiß den Kassenbon weg. Und dummerweise auf diesem digitalen Kassenbon ist das nicht drauf. Dann hat man so einen Anhang dran, mit dem man das dann aufladen kann. Und schmeiß diesen Bon weg. Und da war ich abends nochmal was einkaufen. Da fällt mir plötzlich glühend heiß ein, dass ich dort dieses Teil gekauft habe. Mei, diese verdammte Routine, diesen Kassenbon danach eh wegzuwerfen. Das ist ätzend. So eine Gehirnabschaltautomatik, dass man, ja, das mache ich ja sowieso immer so. Weil ich habe, mal schaffe ich das online aufzuladen, mal nicht, das ist ätzend, ist das. Dann lädst du einfach 10 Euro drauf, fertig, aufs Guthaben. Ist ja nur 5 Euro, was dann was das da kostet im Monat. Aber dass die Seite ist so sperrig, die ist überhaupt nicht bedienerfreundlich gemacht. Oder nicht bedienerfreundlich für mich? Bei mir muss hier wahrscheinlich bedienerfreundlich plus, 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 plus sein. Ach, schau, ich schon wieder hier. Schütze mich vor meiner Blödheit. Das ist, sind immer noch die Nachwehen von dem, wo ich Idiot. Ich hätte ja die. Ach, das ist ja mit Schach. So. Das mit dem Konto hatte. Und wo die Abbuchungen nicht gemacht wurden. Und da wurde auch von Lidl Connect das nicht abgebucht. Da war ich von so viel Blödheit geplagt, wo ich das gemacht habe. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, man hätte schlagartig den totalen Aussetzer und das Gehirn würde komplett auf Null runterfahren. Deswegen ist das jetzt immer noch, dass die vom Guthaben das nur abbuchen. Also nicht von meinem Konto. Meine Güte, wie blöd war das. Könnte mich immer noch ärgern. Blödheit pur. Als ob man manchmal so einen Schalter im Gehirn hat, der wird umgeschaltet und dann ist hier schlagartige, totale Blödheit angesagt. Mann, Mann, Mann. Seitdem muss ich immer Guthaben auf dem Guthabenkonto haben. Ich lasse es einfach mal beim Konto abbuchen, per PayPal. Mann, 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 Mann. Könnte ich auch mal den Kundenservice anrufen deswegen, aber jetzt nicht. Not in this time. B5D7. War eigentlich der einzige Zug, weil was willst du sonst machen? Wenn das nicht mit Schach gewesen wäre, hätte das sogar die Puppe eingestellt. Aber dann hätte das auch nicht gemacht. Hätte, hätte, Fahrradkette.
In der letzten Partie war ja witzig, wie er mit seinem König darunter marschiert ist. Nach B3 oder was da kommt, Turm F3 Schach. Und dann hat er gerechnet, also Milano. Und irgendwann sieht er Martin 3. Dann hat er schon einzügig seinen Turm gegeben. Aber das sind teilweise, das ist dem, wem ist das denn noch passiert? Das ist noch einem passiert. Dann marschieren die, den MM2 meine ich, dann marschiert er nach H4 mit dem König und ist dann plötzlich, wird er irgendwie, irgendwann sagt er Milano an Martin 5. Der Milano ist auch sehr endspiellastig. Also sehr viele Endspiele, die gespielt werden. Meist auch so, es sagt ja schon viel aus, wenn die freiwillig von Mephisto oder Hegner und Glaser eine 10 MHz Version rausbringen. Es gab ja auch kein MM4 oder MM5 10 MHz. Aber ein Polga und ein Milano gab es also eine reguläre 10 MHz Version, die regulär zu kaufen war. Also nicht selbst getuned oder sowas, sondern als normale Version. Beim Polga steht dann auf Polga 10 MHz. Steht auf dem Modular steht dann drauf, man soll in diesem Modular keine anderen Module setzen. Das ist quasi, wenn man den MM4 reinsetzt, hat er wegen dem Spannungswandler. Wenn man dann das falsche Netzteil nimmt, dann zerstört es an den MM4. Übrigens, du spielst mit den weißen Figuren. Okay, ich mach wieder ganz durcheinander hier diese Ansage da. Da kriege ich es ja gleich auf die Reihe. Man weiß es ja nicht, dass ich dann auf diese Seite gehe und das dann mache. Da ist einfach, da müssen klare Punkte sein. Der klare Punkt Konto aufladen. Mal finde ich es nicht. Na, das nervt mich schon wieder. Also aus dieser Perspektive, wo ich hier sitze, lässt sich die Punktmatrix super ablesen. Das hängt wohl davon ab, wie das Licht ist. Das Licht ist jetzt direkt über mir. Und wenn das Licht wohl so schräg wäre, dann meinetwegen so eine Standlampe, die würde jetzt in der Ecke stehen, dass der Raum zwar beleuchtet ist, aber dann wäre es wohl trotzdem nicht so gut lesbar. Das ist mir voller Freude groß hochiert. Ich habe fast schon den Verdacht, das haben die ja gemacht wegen der Batterielaufzeit. Dass man dann quasi sich die Version holt mit der Batterielaufzeit und wenn man dann auf Batterielaufzeit keinen Wert legt, dann nimmt man die 10 MHz Version. Die mit den Batterien dann nicht so. Lange auskommt. Ich kann da mal nachgucken, wann das immer aufgeladen wurde. Steht das denn da? Bum. Was liebe ich hier? Sollst du denn hier? Kann ich nicht mal so machen. Ich könnte ja Fingerabdruckprint machen, aber wäre ja zu faul zu. 7. August. Was steht denn da? Bip, 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 bip. Meine Güte. Könnt mal ruhig ein bisschen überlegen, wenn ich hier was nachgucke. Ich im Stadtteil-Tag zuch, 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 zuch. Ich möchte hier was nachgucken, Leute. Schon geschnallt? Ach so. Leider haben wir von Ihrer Bank eine Rücklastschrift erhalten. Dies führt vorübergehend zum Aussetzen des Lastschriftverfahrens. Bitte teilen Sie uns Ihre gegebenenfalls neue Bankverbindung mit. Da steht noch eine Telefonnummer da. Vielleicht soll ich da heute mal anrufen. Das wäre ein Trick, den man durchaus machen könnte. Aber ich bediene Geräte. E3...
G5, E3, G5. Was ist denn jetzt wieder angekommen? Sehr interessant. Oder auch nicht. Ja, könnte F6 ziehen. Da müsste der Läufer ziehen. Und dann E5. Das könnte man wohl machen, aber F6. Ja gut, Läufer F4, E5 ist natürlich dann pleite. Warum man nicht... Ach, Läufer F4 geht ja gar nicht, weil der Springer draufsteht. Da hätte man schon C4 machen müssen. Dann zieht der Springer weg, dann Läufer F4. Aber ja, was soll das drohen? Springer B5. Da kommt einfach A6. Der Milano lässt sich doch sehr schnell ins Endspiel reinschieben von den Computern. Ach, hätte auch gesonnen. So, ich gehe mal von Springer schlägt aus. Achso, er ist dran. Ich denke, worüber denn? Das habe ich schon des Öfteren erlebt. Da wird eine Figur geschlagen, zum Teil sogar die Dame, und dann rechnen die. Da ist nichts drin, Takt, so wie hier, es ist nichts, kein Schach, nix. Und dann überlegen die trotzdem, bis sie die Dame zurückschlagen. Also irgendwie erinnert mich diese Spielweise ein wenig an dieses Roma. Weil er spielt auch hier so ein eher verhaltenes Schach. Vielleicht ist es beim Roma ja auch gewesen, obwohl da waren es Bewertungsparameter oder sowas. Oder ich glaube, er hat mehr Schachwissen bekommen. Das war, glaube ich, das gleiche Problem. Und dieses Schachwissen hat ihn wohl in der Rechentiefe ausgebremst. So ist das ja hier auch. Der Milano hat ja mehr Schachwissen bekommen, das bremst ihn aber in der Rechentiefe aus. Dann sollte ich da heute vielleicht mal anrufen. Meine Güte, das wäre eine Maßnahme. Und dann da mitteilen, dass das Lastschriftverfahren wieder gemacht werden kann. Das ist auch wieder eine sehr schnelle Endspielgeschichte hier. Also zumindest sehe ich da keine großen Probleme für den Fidelity, für den Kish und Chester. Ist ja ein regulärer Fidelity. Ist zwar nachdem Mephisto Fidelity gekauft hat, aber oben steht ja noch Fidelity dran. Das hat übrigens Mephisto nicht gemacht. Bei diesen Geräten steht Fidelity. Er steht also nicht Fidelity from Mephisto. Das hatte Mephisto nicht nötig wie Zytek. Da steht Mephisto from Zytek. So, ich bin schon lange nicht mal auf Info gegangen. E1, E7, D4, C3. D1, C1. Ja.
Das ist das Problem, wieder kein Display. Hier drücke ich auf Info, dann sehe ich hier R1, E7, D4, C3, D1, C1. Ja, das normalerweise. Also wenn Schwarz sich anfängt, sich die Hose mit der Kneifzange zuzumachen, sollte das eigentlich Remis werden, das doppelte Endspiel. Jetzt kommt König B8, dann Turm C3 steht meinetwegen, Turm D2, Turm C7, Turm C7 wäre ja matt. Also König B8, Turm steht, Turm D2, weiß nicht, ob er dann Turm A1 zieht. Also zumindest, was will man da gewinnen? Also da, es sei denn natürlich, wie gesagt, der Chester beginnt. Wohin? D7. Ja, was soll ich sagen? Auf diesen Zug muss man auch erstmal kommen. Da gefällt mir gar nicht der Zug. Auf Turm C3 schlägt, muss man jetzt nämlich König D8 ziehen. Da gefällt mir sowas von überhaupt gar nicht. Ich hatte erst gedacht Turm D2 und auf Turm C3 schlägt König B8. Aber Turm D7, das ist, sagen wir mal, kreativ. Kreativ schlecht. Meine Güte. Oder will das Turm ins Spiel mit einem Turm haben, also nicht Doppelturm. So, das Problem ist immer, man weiß nie, wie, man sieht es an dem Zug, vielleicht ging das ja sogar noch, aber man weiß nie, wie, was denen noch einfällt und wie schlecht die noch weiterspielen, das ist das Problem bei der Sache. Das kommt ja nicht darauf an, ob man das Remis einschätzt, sondern vielleicht verpatzen die das einfach noch. Ich habe schon Endspiele gesehen, die waren klassisch Remis und dann wurden die so vergewaltigt quasi, dass die dann auf Verlust gespielt haben. E7, D7. F2, F4. Da könnte auch Turm D8 ziehen. Zum Beispiel hätte er jetzt A3 gezogen, hätte Turm D8 sogar. Nein, nicht erzwungen, hätte er das Turmschlag gehabt. Den Tausch also nicht so erzwungen, aber Turm D8 könnte man noch jetzt machen. HE8. Turm C8. Was will er machen? Turmschlag König E7, Turmschlag König D7. Das führt ja zu nichts. Wenn er nicht tauscht, auf die zweite Reihe zu kommen. Also normalerweise sollte man das Bauernspiel eigentlich Remis halten können. Da muss man natürlich schon massiv schlecht spielen. Aber ja, die Fidelities, die sind ja nicht für gute Endspiele bekannt. Ich habe letztens erst gelesen, die machen auf Computerschach Info einen Wettkampf zwischen Berlin, Mephisto Berlin und dem, wer ist das, Diablo oder sowas? Dem Nova-Gerät und dem Mephisto Berlin, das war der Vancouver der Berlin. Also mit dem Vancouver-Programm, so ein abgespeckten, aber mehr, weniger Spielstile, weniger Eröffnungen und sowas. Oder weniger Eröffnungsstile und so eine Sachen. Weil da dachte man eigentlich auch, die würden Endspiele so gut spielen. Aber das Problem ist ja eigentlich, das gibt ja diesen Spruch unter dem Blinden. Unter dem Blinden ist der einäugige König. Okay. Thanks for that. Ja, und jetzt sollte es eigentlich Remis sein. 0,11. 9 Züge Rechentiefe. Die Positionszahl, ich habe das ja schon des Öfteren thematisiert, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ich kann damit einfach nichts anfangen.
dieser Geschichte. Mir sagt das nichts, wenn er schreibt, er hat jetzt 30.000 Positionen gerechnet, oder meinetwegen, wenn es Turnierstufe wäre, 150.000 Positionen. Das sagt mir nichts. Für mich ist das eher so ein Armutszeugnis, muss ich ehrlich sagen. Das mag sich ja klasse anhören, wenn da steht hier, boah, der Computer, meinetwegen so ein Großrechner. Der Computer hat, was könnte man sagen? Meinetwegen rechnet 1 Million Positionen pro Sekunde, um irgendwas zu sagen. Was bei Großrechnern wahrscheinlich auch, Großrechnern wahrscheinlich auch wenig ist. Dann sage ich mir doch eher, das ist doch keine atemberaubende Zahl. Für mich ist das eher ein Armutszeugnis. Wenn ein Computer 1 Million Positionen die Sekunde rechnen muss, um gut zu spielen. Wenn ich mal ehrlich bin. 1 Million, das ist ja bei 10 Sekunden sind das ja schon 10 Millionen. Und dann 100 Millionen bei 100 Sekunden. Auf Turnierstufe wäre das ja quasi 100 Millionen Stellungen. Aber welche 100 Millionen Positionen sollen das denn sein? Für mich ist das, je höher diese Zahl ist, desto ein größeres Armutszeugnis ist das für mich. Muss ich ehrlich sagen. Wegen Thema Großrechner. Da habe ich letztens gelesen, da haben die eine nordamerikanische Meisterschaft oder was mitgespielt und haben einen Computer mitspielen lassen. Ich glaube, diesen Quayblitz haben die mitspielen lassen. F7F5 Schachemie. Diesen Quayblitz mitspielen lassen. Das Problem war, dass der den ersten Platz gemacht hat. Dann haben die den zweiten zum nordamerikanische Meisterschaft oder was das damals war. Da haben die den zweiten zum Sieger erklärt. Weil die das jetzt doch nicht wollten, dass ein Computer den Meistertitel trug. Wohl eigentlich, im eigentlichen Sinne war der Computer dann. Was er immer für eine nordamerikanische Meisterschaft oder was. Da waren aber jetzt keine Großmeister dabei oder so. Sondern der Mitfavorit hatte wohl 2263 Elo oder so. Also das war nicht, dass sie die Spitzengroßmeister mitgespielt haben. Da sieht man, so stark waren die zumindest. Die waren schon stark. Mich würde mal interessieren, so aus Gag mal, diesen Quayblitz gegen den Mittelklasse-PC von heute spielen lassen. Und das ist Remis. Da kommt da keiner durch. Jetzt König D6. Und wie will man das gewinnen? Ja, hat er eigentlich relativ einfach Remis gespielt. Der Fidelity. Da hatte der Milano eigentlich nie den Hauch einer Gewinnchance. Und das Problem ist ja jetzt, dass in der nächsten Partie der Kishon Chester ja weiß hat. Ich habe übrigens die Ansagen der Züge und die Sprachansage abgeschaltet, also seine Kommentare abgeschaltet, weil das die Spielstärke erhöhen soll. Also der eigentliche Sinn dieser Partien ist es ja nicht zu hören, was für Kommentare er abgibt, sondern die möglichst optimale Spielstärke rauszuholen. Also wie gesagt, da muss wirklich massiv schlecht das Endspiel spielen, um das zu verlieren. König C5, da müsste er fast schon König D7 machen. Da ist es schon der Anfang vom Ende. König C5, B6, König C6. H2, H4. Weiß nicht, ob König C5 schon gewinnt. Mit der Idee A4, A5, A6 und dann vielleicht A4, B4 und dann A5, A6, wenn er nimmt, die Bauern abzukassieren und mit dem Bauern zur Dame zu wandeln. Aber ich weiß nicht, ob das schnell genug ist, bevor die Bauern abgesichert wird und dann selbst durchzieht zur Dame. Man müsste das dann feldermäßig zählen. Also nicht hier sich geistig vorstellen, hier da anzug und da anzug und da anzug und da anzug, sondern einfach zählen, wie lange das dauert bis zur Dame, die Züge. Und dann beim anderen durchzählen, dann auf diese Zählweise darauf kommen. Weiß am Zug.
H2, H4, B7, B6, B2, B4, A7, A6. Gerade in so einer Stellung zum Beispiel. Wenn da jetzt ein Computer daherkommt, meinetwegen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stellungen die schnellsten. Wie Stellung hat eigentlich die Blue? Wie viel hat der denn durchgerechnet? Weil sagen wir mal Deep Sort, wie viel hat der Deep Sorting gerechnet pro Sekunde? Ich weiß das jetzt gar nicht. Da finde ich es ja immer noch witzig, wie die millionenschweren Großrechner wohl das waren ja Profi-Programmierer, meinetwegen der Quablitz, wie er gegen den was war es, Mach 4 oder was er verloren hat, und der Deep Sort hat ja mal gegen den, ich meine, der Porterus war es, gegen Mephisto Porterus verloren. Das ist natürlich doch schon dann irgendwie ein Armutszeugnis. Darin sieht man aber auch, dass es auch stark auf das Programm ankommt und nicht nur auf die Hardware. Wo ich glaube, dieser Alpha-Zero-Großrechner, der würde dir alle zersägen. Ist ja eigentlich auch klar. Oder was wäre, wenn man jetzt, meinetwegen, man hätte 3000 Euro für einen PC, um sich den zusammenzustellen, würde darauf Stockfish laufen lassen, die neueste Version, und würde damit quasi gegen Deep Sword spielen lassen. Wenn man irgendwie die Version hätte von 1993 oder was, und dann, wie das wohl ausgehen würde, ob da Deep Sword überhaupt eine Chance hätte. D4, C5. Ja, das Problem ist ja, du kannst ja nicht König D7 ziehen. Das ist das Problem an dieser Sache. Ich glaube, der hat es tatsächlich verbockt. Der hat es tatsächlich geschafft, obwohl, ja, König F6. Ja, König D6. Das ist natürlich jetzt die kritische Stellung hier. Das ist halt, das Problem ist, die Fidelities spielen nicht gut die Endspiele. Da auf König F6 würde ich doch nicht B4 ziehen. König D6. König F6, König D6. Und dann ist der Damenflügel doch schon in Trümmern. Also das war jetzt wirklich schlecht auf. Der hätte König D6 ziehen müssen. Du musst die Opposition kriegen. Jetzt ist er schon auf dem besten Weg dazu, das zu verlieren. König F6, König D6. Dann kommt der König ja nicht mehr rüber. Das ist das ganze Problem. Und dann ist es nur die Frage der Zeit, bis die Bauern fallen. Bauern von H6. Ja, gesehen, dass er im Zugzwang ist. Das Problem ist, du kannst kein B6 ziehen. Wegen König C6. Das verliert. Der hat es tatsächlich geschafft, das Bauern-Endspiel einzustellen. Aber das ist bei den anderen auch der Fall. In Endspielen sind die schlecht. Die Fidelities. Deswegen war ja immer, das war immer dieses Ring, Richard Leng gegen Kate und den Spracklin, weil die haben ja diese Fidelities gemacht. Da waren meistens, war so ungefähr, wenn die Langprogramme das Mittelspiel überstanden hatten und ins Endspiel kamen, dann hatten die sehr gute Karten, das zu gewinnen. Also waren die quasi besser als die Fidelity-Geräte in Endspielen. Aber das heißt ja nicht, dass sie die gut gespielt haben. Aber wenn ich das hier so sehe, wie schlecht der Kish und Schwester das Endspiel spielt, dann ist das nicht eine Frage von spielt gut Endspiele. Das geht jetzt im Bach hinunter, das Ganze. Den durfte der nicht zulassen. Du musst in Opposition gehen, du musst König D6 ziehen und der König darf da nicht durchkommen. Das Problem ist ja, da kommt jetzt auch ein Zugzwang. Na gut, König D7 könnte er noch machen. Den muss er wohl sogar auch machen. Ich sehe da keine Alternative auf König D7. König E7, ja, geht auch. Ja gut, so ganz verloren, ich dachte, ist es nicht. König E7, König D5, König D7, E5, E7.
Der müsste ihn irgendwie in Zugzwang bringen können. Aus Spaß mal gucken, wie viele Positionen. 54.000 Positionen, 55.000, 56, 58, 59. Für mich ist das irgendwie immer, ja, so ein bisschen. König D7. Vielleicht reicht das sogar. König D5, König E7, König E5, König F7, König D6. Ich glaube, das ist doch kaputt. B4. Okay, wenn er den meint. Ich würde ja König D5 ziehen. B2, B4. Ja, vielleicht könnte auch die Opposition mit König C7 jetzt aufrechterhalten. König C7, König D5, König D7. Das könnte wohl trotzdem noch funktionieren. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre mit König D5 wäre das gelaufen. Weil da kommt der. Was willst du machen auf König D5? König D5, da muss er nach C7, kommt König E6. Und wenn er nach E7 zieht, ja gut, das reicht auch. Vielleicht ja, überbewerte ich das einfach hier. Gefühlt würde ich es auch Gewinnspielen mit Weiß. Aber was willst du machen? B5, A5 und dann auf dann A6? Was wäre vielleicht ein Weg? Also gefühlt müsste das gewinnen. Der muss irgendwie den Darmflügel aufrollen. A5, B5, A6. Und wenn er auf B6 zieht, kommt König C6, B7, A7. Dann ist schon, rollt schon die Dame an. Das müsste doch, gefühlt müsste das doch. Der hat es schon verpatzt. Rechentiefe 9. 28.000 Fantasieposition. Fantasy Position Island is coming. A4, A5. König D7 oder König E7. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, inwieweit der Milano sein Fachwissen auspackt. Der soll ja mehr Schachwissen bekommen haben, aber irgendwann muss er das auch mal auspacken. Dann ist der Milano im höheren Sinne wirklich auf die 10 MHz angewiesen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Obwohl, ich habe hier als Emulator auch die 10 MHz Version. Da müssen wir mal gucken, ob der ein dramatisch besseres Ergebnis holt. Ich meine, das wäre natürlich klar. Da müsste der Kish und Chester aber dann auch mit mehr MHz laufen. Das gibt ja diese 7 MHz Version im Emulator. B5. Das Problem ist eigentlich A6, wenn Weiß A6 zieht. Also auf B5 muss er wohl schon König D7 ziehen. Weil das Problem ist, wenn A6 kommt und B6, der König darf nicht über C6, B7 reinkommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und er hat immer noch G3, um den Kishon aus dem, ja, in Zugzwang zu bringen. Also wenn irgendwann eine Position erreicht ist, wo der am Zug ist, der verliert, dann macht er G3 und dann das ist ein wichtiges Tempo, was er noch im Petto hat. Weil das kann entscheidend sein. Wenn das eine Position erreicht wird, ja nicht unbedingt, wer gewinnt oder verliert, sondern ob Weiß gewinnt oder ob Schwarz das Remis holen kann. Dann packt er diesen G3 aus und dann hat sich das erledigt. Man hat den König D7, A6, B6, König D5. Dann ist es schon gelaufen. Du kannst nicht beide Seiten decken. Du kannst nicht verhindern, dass König E6, F6, G6 kommt. Du kannst aber nicht verhindern, dass König C6, B7, A7 kommt. Deswegen wundert mich das, dass er das noch so neutral bewertet hier. B5, B6. Ja, wie weit ich den jetzt gut finde. Das sollte wohl eher die Stellung zum Remis machen, weil jetzt macht er A6. Jetzt kommt A6, der hat das Feld C6 nicht. Ich hatte eher mit A6 gerechnet. B5,
B6, okay. Und was für 50.000 Positionen sollen das jetzt gewesen sein, wenn das Endergebnis B6 ist? Ich hatte gedacht A6 und wenn er B6 zieht, König C6. Dass das gewinnt. Der Gegner ist ja wieder ein Zugzwang. Das ist, wie kommt man nach 50.000 Positionen auf diesen Zug? Also deswegen finde ich das so absurd. Diese Position. Genau, jetzt macht das. Jetzt, das ist jetzt dieses G3, was ich gemeint habe. Weiß nicht, ob das jetzt gewinnt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich damit wieder durcheinander gekommen bin. Ich muss den wohl gegen einen spielen lassen haben. Und dann, die Figuren sehen ja relativ gleich aus. Das ist einfach nur hier bei den einen. Ist hallo. Ja, das hier. Wo ist die Kamera? Diese, was da vorsteht, und bei den anderen ist es komplett flach. E6, E7. Ja, König D5, König D7. Oh, ich hatte gedacht, das wäre jetzt gewonnen. Das Problem ist einfach, er hat das Feld C6 nicht mehr. Also wie gesagt, deswegen finde ich das so absurd. 50.000 Positionen, 50.000 mal was? 50.000 Positionen und er zieht B6. Das sollte wohl Remis sein. König D7, König E5, König E7. Da müsste ich gleich wirklich mal gucken, ob A6 nicht gewonnen hätte. Das würde mich mal doch interessieren. König E5, König E7, König D4, König D6. Auch Quatsch. Bei König E5, König E7, König D4, dann musst du doch, dann darfst du doch nicht nach D6 ziehen. Weil dann kommt wieder, na gut, stimmt, da kommt ja kein König D5. Ja, das ist Remis. Also wundert mich, deswegen, wie gesagt, ich kann mich immer nur wiederholen. Deswegen wundert mich, dass da steht hier, meinetwegen steht hier jetzt hier 58.000 Positionen. Ich frage mich allerdings, was für 58.000 Positionen sollen das denn bitte gewesen sein? Vor allem, ganz ehrlich, was für 58.000 Positionen gibt diese Stellung denn her? Gefühlt würde man noch dann sagen, die bauen sich bei wenn er meinetwegen 10 Minuten rechnet oder was, dann müsste er da doch eigentlich, also aus der Stellung, die hier auf dem Brett ist, die Züge sind ja durchaus limitiert, die Bauernzüge. Sollte man noch nach 100.000 Zügen oder was eine Endspieldatenbank erstellt haben? Es ist ja nicht hier 5 Bauern gegen 5 Bauern. Die können ja auf dem ganzen Brett, egal wie verteilt sein. Es sind ja diese Bauern auf diesen Positionen. Der Lippo ist hier ja in Rage hier. Es ist doch nicht possible. Also gefühlt war das doch gewonnen. Ja. Ist König D6 überhaupt nötig? König D8 würde auch reichen. Auf König D5, König D7. Auf König E5, König E7. Das würde auch vollkommen reichen, um die Opposition zu halten. Mal König D6. König C5. Weil das sieht doch auch wieder scheiße aus. König D6, König C4. Ja, König C6. Das Endspieldrama. Oder schreibt das mal in die Kommentare, ob A6 nicht gewonnen hätte. Das ist ja. Ist ja nicht schlecht, wenn ihr was zu schreiben habt in den Kommentaren. Also statt B6, ob A6 nicht gewonnen hätte. Einfach A6. Und was willst du da großartig spielen? B6, Schach, König C6. Wenn das möglich war. Also dieser B6, da sah mir nicht richtig aus, aber da irgendwo müssen diese Positionen herkommen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, meinetwegen, dieser Milano wäre 10-fach beschleunigt und würde quasi nicht diese 10.000 Positionen dann drauf haben, sondern 100.000. Durch diese 10-fache Beschleunigung. Dann kommt mir das noch absurder vor. Das dann, ja, da war 10 Millionen Positionen pro Sekunde. Irgendwann muss es doch hier
episch sein, das Spiel. Und außerdem haben die Computer ja den Vorteil, dass die quasi mit dem Endspielbuch in der Hand spielen. Erst haben die die Eröffnungsbibliothek. Das ist ja nicht irgendwie, die wird ja runtergespult, die Eröffnungsbibliothek. Die ist einfach nur da. Das heißt, wenn die wissen ja nicht, warum die Züge machen, das ist das Problem. Die spielen einfach nur blind die Bibliothek, was eben drin ist, in der, als wenn man quasi ein fettes Buch hat, wo nur Hauptzüge drinstehen, also nur die Züge, die man als Theorie hat. Steht aber überhaupt nicht, warum, wieso, weshalb. Und dann haben sie hinterher noch Hashtable und Endspieldatenbank und was weiß ich nicht alles. Am Anfang hilft ihnen die Eröffnungsbibliothek vernünftig zu spielen und am Ende die Endspieldatenbank. Der König D6 ist ja der einzige, das ist jetzt Remis. Gefühlt ist sogar irgendwie weiß, der das noch verlieren kann. Meinetwegen jetzt hier König D6, König C3, König C5. Dann geht das noch den Bach hinunter. Ich würde da Remis eintragen, aber man weiß ja nie, was noch kommt. Was denen noch so Fantastisches einfällt. Das Blöde ist beim Kish und Chester ist, durch dieses fehlende Display wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich irgendwie seinen Denkvorgang sehen könnte. Weil ich sehe auch gar nicht die Taste dafür. Da steht Info bei Mephisto, aber ich sehe ja keine Infotaste oder sowas. König nach B5. Hat's jetzt der Mephisto. Wow! Der Mephisto hat jetzt verloren. Was ist das denn? Ich denke, dazu für Schachwissen. Welches Schachwissen? Welche 50.000 Positionen? 12 Züge Rechentiefe, das ist ja super. Das hilft ihm jetzt auch natürlich viel weiter. Nein, das wundert mich, dass sie dieses Endspiel überhaupt irgendwie verlieren, gewinnen, was auch immer. Hilfe, das ist ja jetzt ein Armutszeugnis. Also wenn er das verliert, der Milano, dann sieht das aber gar nicht gut aus. Dann hat er weder durch sein Schachwissen geglänzt, Hilfe. That's impossible. Hilfe, 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 Hilfe. König C5. Ist das dann trotzdem Remis? König C5, König A4. Das ist ja quasi ein Randbauer. Und das gibt dieses Randbauen-Endspiel mit dem Abdrängen des Königs. D5, C5, A5, A4. 5,61 plus. Jetzt setzt er wieder ein Plus an hier ohne Ende. Ich weiß zwar nicht warum, aber... D5, C5, A5, A4, C5, D6, A6, A5. Positionen, knacken wir noch die 100.000. Zack, 100.000 Positions. I don't know what the positions are. Was soll das für Positions? Was? Wenn man sich alleine schon theoretisch durchrechnet, was für Züge wohl hier so möglich sind, wie kommt man dann auf 100.000 Positionen? Meine Güte. 12,3 Rechentiefe. Also D5 C4 hat er gerade mit minus 6,51. Ich weiß nicht, König A5, König A... Ist das nicht... Ups. Übrigens, du spielst mit den weißen Figuren. Ich muss schon wieder rennen. Meine, das ist doch nicht normal. Ja, danke. Abgesehen davon, dass das der einzige war. Jetzt König A4, das sollte trotzdem Remis sein. Also ich muss sagen, für beide Seiten. Für beide Seiten. Das wundert mich, wie man das überhaupt verlieren kann. Aber daran, ich vermute mal, König C7, B7, C7. 1, 2, 3, 4, 5 Züge ist da durch zur Dame. Schwarz muss machen. Also König muss das mal beiseite, klar, Minimum. Und dann kommt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Problem ist bei der Sache noch, dass der Bauer mit Schach einzieht. 1, 2, 3, 4, 5. Dame.
Und er muss ja quasi noch einen Zug machen, um damit diese Dame dich mit Schach einzieht. Und das ist natürlich auch Quatsch, ist nach A1 den Bauern nach A2 und dann zur Not kann er die Dame geben, wandert drüber, kassiert sich alles ab. Also das ist schon, das fing schon an zu schwimmen, als der König D6 nicht gezogen hat. Und dann mit König B5 das Ganze noch auf Gewinn zu spielen, das war noch die Krone, die Krone der Sache. Also das ist so diese Sache, was ich meinte mit diese Fidelities würden die Endspiele so schlecht spielen. Also wenn man sowas als Maßstab nimmt, so eine Endspiele, dann ja, die haben ja nie gesagt, Mephisto würde so wahnsinnig gut Endspiele spielen. Das hieß ja, wie ich das gelesen habe, die würden besser als Fidelity spielen. Und wenn ihr wissen möchtet, warum das so ist, dann könnt ihr das hier dran begutachten. Meine Güte. Das ist ja mal ein Armutszeugnis. Ich glaube, das verloren hat das Ganze, dieses Gewinnspielen, das auf Gewinn zu spielen. Das hat die Sache verloren. Einfach König D6, du musst in Opposition bleiben. König D6, und das war doch bestimmt locker, Remis zu halten. Meine Güte. 5,58 plus. Das gewinnt ja beinahe schon beliebig. Das ist das Problem bei der Sache. Jetzt kommt König C7, A4, B7, A3, B8, Dame, Schach. Und das Problem ist dann bei der Sache, der A-Bauer spielt gar keine Rolle. Du wanderst mit dem König rüber zu diesem Flügel, kassierst alle Bauern ab und in der Zwischenzeit, irgendwann, wenn er sich eine Dame holt, dann tauscht er die Dame einfach. Dann ist es total verloren. Ein König C4. Auch totaler Mumpitz. Das hilft doch alles nichts. König C6. A4, B7, A3. Dame A2. Dann ziehst du Dame B2. Und Ende ist. Also, das wird nicht mal lange dauern, die Partie. Ich schätze das gleich ab. Das heißt, wenn der Milano sich eine Dame holt und macht Dame B2, wenn der Bauer auf A2 steht, dann würge ich das ab und schätze als gewonnen ab, weil mit der ganzen Dame mehr, das ist wirklich ein Armutszeugnis, dieses Endspiel für den Quichon. Also für den Chester hier. Eigentlich ist es ja der Fidelity Chester. Die haben das Quichon einfach draufgesetzt und dann hier eine andere Sprachausgabe reingemacht, eine andere Sprachdatei reingemacht. Schade finde ich übrigens, obwohl das war wohl des Platzes wegen nicht möglich. Sonst wäre es interessant, wenn man verschiedene Sprachen einstellen könnte, aber zumindest Deutsch und Englisch. Dass man dann quasi auf den Chester zurückschalten könnte. Ja, der König musste ja sowieso ziehen. Der Bauer muss ja erstmal ziehen können. Jetzt B7, was soll das bringen, König E4? Dann holt sich eine Dame, ein König F3 und dann ein Damenschach. Das bringt doch alles nichts. 7,21 plus. Ich habe gestern übrigens in dieser Partie Chester gegen Milano zum ersten Mal gesehen, wie er geschrieben hat, ich gebe auf. Erst hat er Martin 3 gesehen, dann hat er quasi einen Turmzug gemacht, der einfach einzügig den Turm eingestellt hat, aber es war die einzige Möglichkeit, das Matt hinauszuzögern. Dann stand da, ich gebe auf. Bin gespannt, ob da Quichon Chester das gleiche kann. Aber ich glaube, der gibt auch auf. Vielleicht ist das dann auch das einzige Sprachliche, was er machen wird. So, weiß am Zug und rechnet und denkt und tut und macht 46.000 Positionen. C6, D7 ist die berechnende Variante nach 56.000 Positionen. Ach, B6, B7. König D7. Was war's denn gelesen? Ja, das ist natürlich ein dermaßen der Humbug. Der kriegt keinen dieser Bauern. Der holt sich jetzt eine Dame und auf König F2 kommt Dame B3. A5, A4 kann er sich sogar den Luxus erlauben, Dame A3 zu ziehen.
Das ist doch sowas voll total verloren. Ich hau die Partie gleich um deine Ohren. B7, B8. So, Dame. Wo ist denn die... Ach, er geht automatisch von Dame aus, oder was? Dame. So. Ja, es ist pleite. Er hat es geschafft, das Endspiel zu verlieren. Das ist wirklich eine Meisterleistung des Kish und Chester in Sachen Endspielen. Meine Güte. Geht es denn noch schlechter? Ja, Dame B3 reicht vollkommen aus. A4, Dame A3 und dann holt sich der König den Bauern ab. So, und hiermit würde ich mal sagen, lassen wir es dann bleiben. A4, Dame A3 und dann König B5 und dann Dame A4. Und das ist dann verloren. 1:0 für die Milano. Dank gnädiger Mithilfe des Kish und Chester, der das Endspiel wirklich extrem schlecht gespielt hat. Ich dachte erst, boah, was willst du da spielen? Das ist so Eremi. Aber das ist das, was die meinten. Also wenn Geräte so schlecht Endspiele spielen, dann sollte man das nicht als Maßstab nehmen für die eigene Endspielstärke. So, ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.